Hallo und herzlich willkommen zum Wochenvideo. Ja, nach der Spiel ist vor der Spiel, sage ich ja immer, ihr hört es an meiner Stimme, es ist nicht so gut gelaufen. Die spielen schon, alles gut, aber als ich dann Sonntag nach Hause gefahren bin, da habe ich so ein Kratzen im Hals gemerkt und zwei unserer Freundinnen, die auch, wir saßen zusammen im Auto und ich habe einfach nur gedacht, das war einfach, weil das so ein anstrengende Tage waren nach der Spiel. Nee, ich bin wirklich krank geworden, also so richtig extrem mit Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, teilweise so Schüttelfrostaktion. Und ja, ich setze mich trotzdem für euch hin, weil ich weiß, ihr wartet auf meinen Loot oder unseren Loot. Ja, wir sammeln ja immer im gesamten Jahr so um die 1200 Euro, die wir ausgeben und war dieses Jahr genauso. Ich habe am Anfang auch schon gedacht, so dass wir das Geld wahrscheinlich gar nicht ausgeben werden, weil ich gar nicht so viele coole Sachen entdeckt habe auf der Liste, wo ich gedacht habe, so, Man muss auch dazu sagen, viele erzählen so irgendwie, Stichspiele wären so gehypt oder sowas. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte das gar nicht das Gefühl. Für mich war die Spiel eher so ein Mischmasch aus allem und ich habe eher so das Gefühl gehabt, es waren viele Titel, die mich null interessiert haben. Sowas wie Waffelbacken oder den neuesten Teegarten anreichern. Ja, kennen wir alles, kann man auch mitnehmen, muss aber jetzt auch nicht gut sein. Also von daher, egal. Für mich war die Spiel wirklich durchmischt und wir haben ganz viel Stuff geholt, aber teilweise auch gar keine Brettspiele. Deswegen fangen wir auch gleich an, weil ich nicht weiß, wie lange meine Stimme durchhält und ich auch einfach erschöpft bin und geschafft. Ich nehme jetzt all meine Kraft zusammen, um euch hier ein gutes Video zu bieten, damit ihr nicht so lange warten müsst. Aber eigentlich, ja, egal. Wir haben zwei Spielmatten gekauft. Nummer eins ist meistens von Kraken Wargames, Kraken Wargames, habe ich hier eine Außer- oder beziehungsweise eine Weltall-Matte mir geholt. Zusätzlich habe ich mir eine zweite Matte geholt und zwar wieder mal Schnee und Eis, weil meine leider nicht mehr so gut aussieht. Ich weiß, man kann die auch, upsala, man kann die auch in die Waschmaschine packen, das weiß ich, aber das geht manches geht halt leider doch nicht mehr ab. Jetzt habe ich eine neue. Mal gucken, was ich mit der alten Schneematte mache. Mal schauen. Auf jeden Fall fand ich das super. Haben wir gleich zwei mitgenommen. Sind auch nicht ganz billig, aber die Weltallmatte brauche ich definitiv, weil für Pen and Paper bietet sich das an und natürlich für Star Wars Armada, was ich ja gerade zwei Grundboxen geholt habe, bevor wir zur Messe essen gefahren sind. So, wollen wir anfangen mit den nächsten Sachen? Und zwar haben wir uns zwei Zimmer geholt, weil das fanden wir irgendwie wieder so interessant und eine Freundin von uns hatte das schon gekauft. Dann haben wir gesagt, so, boah, das haben wir nicht gespielt, aber ich fand es irgendwie eine coole Idee. Ich muss zu dem Thema sagen, das ist nicht so ein nettes Thema. Also man könnte auch hier, keine Ahnung, alles Mögliche da rein interpretieren. Auf jeden Fall gehen hier eine Gruppe von befreundeten Leuten ins Haus. Und es gibt halt ja, nicht so gute Gesellschaft, sage ich mal, die auch ins Haus kommt. Und man muss jetzt immer die Augen schließen und der andere sucht, also nimmt eine Karte und überlegt, in welches Zimmer er sie bringt. Denn die haben halt Fähigkeiten und Abhängigkeiten und dementsprechend kann man dann die Räume miteinander tauschen. Wichtig ist, dass man Hermann hier rausnimmt, der muss verwundet werden und nicht Alice. Anna oder ich weiß es nicht mehr, die darf aber nicht verwundet werden. Und das ist der ziemlich coole Action. Wir haben es zweimal gespielt, haben es nicht geschafft. Also das ist eine schöne kleine Box, die man auch mitnehmen kann. Ich würde es jetzt nicht zur Hochzeit mitnehmen, weil man muss immer sagen, verwundet oder blutet. Genau, aber ich find, das ist wieder so eine richtig coole Idee. Zwei-Personen-Spiel. So, dann haben wir Harmonies geholt, weil ich einfach wusste, dass es ein schönes Spiel ist. Haben wir auch schon gespielt und muss ich auch sagen, ist wirklich in einer halben Stunde durchgespielt. Hat viele kleine taktische Momente und Überlegungen, wie man was baut, wie man am meisten Punkte bekommt. Also ein sehr schönes Spiel. Ja.
Und dann haben wir die Erweiterung für die Weiße Burg geholt, die Teezeremonie. Da muss man auch wirklich sagen, da ist wieder, oder ich glaube, immer noch ein Solo-Mechanismus bei. Es gibt nochmal ein zusätzliches Board. Also sehr, sehr cool. Ja, und einen zusätzlichen Würfel, also eine zusätzliche Aktion, die man machen kann. Wollten wir unbedingt haben, weil wir die Weiße Burg schön, also wirklich schön finden. Dann, Mesos hat mich total interessiert und deswegen habe ich das auch mitgenommen. Es ist ein Kartenmechanismus, das haben wir noch nicht gespielt, aber das hatten wir eigentlich vor, wir hatten aber keine Zeit. Das bedeutet, das wird auf jeden Fall bald auf dem Tisch landen. Fand ich sehr, sehr cool. Ist so ein bisschen steinzeitmäßig. Dann haben wir Intarsia doch geholt. Ich hatte ja zur Berlin-Brettspielkon gesagt, na, ich weiß nicht so richtig, aber dazu muss man sagen, es hat ein mega geniales Inlay und es hat so viele Holz Sachen dabei, also Holzmöglichkeiten, also nicht Möglichkeiten, sondern diese Intarsien, die man baut, sind alle aus Holz. Da hat man seinen Spielplan und da bin ich schon mega gespannt drauf, weil das liest sich, oder was ich da jetzt ausgeplöppelt habe, ist wirklich schön. Ihr merkt, ich bin einfach nicht auf der Höhe, was ich erzähle. Ich hoffe, ihr seht mir das ein bisschen nach. Wie gesagt, ich habe gestern, weil es mir nicht so gut ging, alle Spiele entplöppelt und habe da einfach ein bisschen reingeguckt, was es so gab. So, das war das zweite Spiel, was ich gleich gekauft habe. Dune, Krieg um Arrakis. Es ist ein fetter Brocken, er ist nicht billig, aber es war mir völlig egal. Ich wollte das unbedingt haben, weil das, man sieht es auch, es ist ein cool Mini-or-Not-Spiel. Und ja, da sind so viele Minis bei, es sind so viele Sandwürmer, richtig groß, aber es gibt diese Flieger und die Erntemaschinen. Ich habe die Regeln fast durch, man kann es auch alleine spielen, man kann es zu zweit spielen, man kann es aber auch zu viert mit vier Gruppierungen spielen. Es ist ein absolutes, Area Control würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber man muss natürlich in die Gebiete einziehen, man muss dort kämpfen gegen die Gegner, muss die Erntemaschinen kaputt machen oder die Sandwürmer können dann einen schneller transportieren und so weiter. Das ist alles sehr, sehr cool. Ich kann da auch noch nicht ganz so viel sagen, weil ich die Regeln jetzt nur gelesen habe. Ich denke mal, man kann es vielleicht so ein bisschen, nicht vergleichen mit Star Wars. Also es gibt halt hier einfach diese zwei Gruppierungen, die gegeneinander kämpfen, sagen wir so. Und es gibt halt einzelne Gebiete, die muss man halt reingehen. Man muss halt mit Würfelaktionen kann man halt, also man würfelt nicht gegeneinander so in dem Sinne, sondern man würfelt und diese Symboliken ermöglichen einem, seine Aktionen zu machen. Und dann kommen noch da Karten dazu, also von daher sehr, sehr cool, glaube ich. Ja, da freue ich mich richtig drauf, das mal auf den Tisch zu bringen. Vielleicht spiele ich es auch erstmal alleine, weil es gibt viele, viele Regeln. Das Regelbuch hat 40 Seiten. Muss man mal schauen. Ja. So, dann habe ich mir hier zwei wunderbare von www.gamemaker.eu für Star Wars Shatterpoint geholt. Das ist einmal so eine Fabrik so mit Röhren und so weiter. Und dann eins, wo man auch so ein Plateau hier oben hat, wo man seine Figuren raufstellen kann, eine Leiter hat. Da freue ich mich richtig drauf. Es ist 3D gedruckt, das sieht man auch an den Rillen. Das war mir aber egal, weil es war wirklich billig. Ich habe hier für das Ding hier 17 Euro bezahlt und für das hier 23. War mir aber das auch wert, weil ich das einfach cool finde. Man kann da auch noch weiter rumbauen, irgendwas ranbasteln und so weiter. Also sehr interessant. Für Shatterpoint, für Tabletop im Allgemeinen gab es eine ganze Menge, was man dort kaufen konnte, fand ich. Dann habe ich für meine Bäumchen nochmal hier diese Sachen geholt, weil da habe ich ja schon bei Shatterpoint zwei Bäume. Fehlt mir noch ein bisschen was für den dritten Baum. Deswegen habe ich das nochmal geholt. Anschließend habe ich von Jörg Benne vom Manticore Verlag. Den haben wir da nämlich gesehen und ich dachte so, wow, endlich haben wir den Manticore Verlag mal wieder am Start. Und Jörg Benner hat gleich mit mir gesprochen, hat gesagt, ey, willst du nicht meine Bücher rezensieren? Dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und da hat er die beiden mir mitgebracht, erster und zweiter Teil. Und die werden wir jetzt dann mal lesen und rezensieren. Ach, Mann. Und dann habe ich hier
Zwei T-Shirts, Board Game Geek. Die fand ich einfach richtig schön, habe ich für uns beide mitgebracht oder mitgenommen, fand ich super cool. Und dann haben wir hier auch vom Manticore Verlag, habe ich richtig Bock gehabt, 1888, Wer ist Jack the Ripper? Das ist ein Spielbuch und es ist, Steinmetz schreibt immer recht heftig, also wirklich sehr blutig, sehr übel. Er hatte bei dem anderen irgendwas mit Zombies gehabt. Hier ist es Jack the Ripper und wer Jack the Ripper natürlich mag oder weiß ich was, der braucht sich jetzt auch nicht wundern, dass es extrem blutig ist, weil hier werden schon Leute aufgeschlitzt und so weiter, aber ich habe da richtig Bock drauf. Hier Paulson's Peak ist auch von Jörg Benne und der hat mit dem David Stege zusammengeschrieben, ist auch ein Spielbuch, ein Mystery-Spielbuch und das hat meine Freundin mitgenommen, werde ich auch mal mir angucken. Und ja, dementsprechend haben wir natürlich mal wieder Bücher gekauft, obwohl wir eigentlich auf der Spiel waren. So, das war mein erstes Mitnehmen. Und zwar Blitzball Ultimative Edition. Blitzball finde ich richtig gut. Hab dann die erste Variante mit den Zwergen leider völlig versiebt und nicht mitgenommen. Dann gab es die nicht mehr. Ich habe die überall gesucht, deswegen habe ich mir gedacht, Orks gegen Zwerge, dann habe ich endlich mal eine, die ich spielen kann. Es ist auch ein Zwei-Personen-Spiel, dauert so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde ungefähr. Und ist wirklich sehr, sehr lustig. Es ist halt, man kann es trotzdem unter Brettspiel verbuchen, weil man hier Felder hat. Es geht halt darum, sein Ball zu werfen oder beziehungsweise die Endzone zu bringen. Und es ist halt kein Blood Bowl. Blood Bowl ist viel größer, hat viel mehr Regeln und so weiter. Das ist einfach für schnelles Spielen, kurzweilig, habe ich richtig Bock drauf, habe ich schon mal gespielt und habe das dementsprechend jetzt mitgenommen, weil es ist ganz nagelneu. So, dann waren wir bei Oink Games und da haben wir Moving Wild haben wir mitgenommen. Es ist ein kleines Kartenspiel wieder. Oink Games macht ja viele so eine kleinen Kartenspiele und fanden wir sehr interessant. Und das wurde auch schon gespielt, aber da musste ich ein Video schneiden, deswegen konnte ich nicht mitspielen. Also von daher, die drei hatten da wirklich viel Spaß mit und man musste halt ein bisschen erstmal reinkommen, aber das sah ganz gut aus. Mal gucken, wann ich das spiele. Dann haben wir nochmal einen fetten Klopper und zwar Wonderlands War. Jetzt sagt ihr so, hä? Das ist doch aber nicht Wonderlands. Doch, das ist die Deluxe Edition. Und wir haben uns das gesamte Set gegönnt, weil wir es schon gespielt haben. Das ist also kein ungespieltes Spiel. Die Pokerchips sind etwas kleiner, aber sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Haben auch ein entsprechendes Gewicht. Und dazu, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Und dazu die Wonderlands War Deluxe Edition hier in dem Links. Da sind Figuren bei. Ja, muss man halt einfach sagen. Dementsprechend war das auch wirklich teuer. 200 €, glaube ich, haben wir jetzt bezahlt. Ja, ich weiß, für die Deluxe. Es war aber bei uns eh so die Frage, wollen wir das dann kaufen auf das Spiel? Da kriegt man dann manchmal sogar noch so ein bisschen Rabatte, wenn man mit denen verhandelt und so weiter, weil wir da noch ein Spiel geholt haben. Sind die uns natürlich entgegengekommen. Also das kann man immer machen. Wir haben zweimal, ich glaube bei den Kraken-Spielmatten haben wir verhandelt. Und jetzt hier auch nochmal. Und das zweite Spiel, was wir gekauft haben, ist Station Fall. Und das hat mich sowieso schon interessiert. Es ist wieder von Corax Games. Wir haben immer so unsere Lieblingsverlage. Es ist Corax Games und noch ein anderer. Vielleicht kommt der nachher nochmal. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr cool, weil es für 1 bis 9 Spieler ist. Das finde ich richtig genial. Dauert aber auch 90 bis 120 Minuten. Das ist kein Spiel einfach mal so runterrutschen, sondern wir haben hier einfach mal 3 Stunden, die wir wahrscheinlich, weil meistens dauert es dann doch länger als 2 Stunden, 3 Stunden Spielerlebnis. Und ich habe das ja entplöppelt und so. Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, wo so viel drin war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so viele Tüten gebastelt und verpackt an Material und Pappen und weiß nicht. Also ich hoffe, das Spiel ist richtig gut, weil die Regeln waren richtig viel, richtig heftig. Viele, viele Sachen, nochmal extra Heft und extra Handbuch und weiß ich was. Also so viele Token, ich bin mega gespannt.
Auf jeden Fall, wenn es ein gutes Spiel ist, werde ich da auf jeden Fall mal euch informieren, weil das, finde ich, war ein Kickstarter oder Gamefound, Spieleschmiede, ich weiß es nicht mehr. Und da bin ich nicht eingestiegen, weil mir das dann irgendwann einfach zu teuer war. Es gab nämlich das Ganze nochmal mit Miniaturen und das Ganze auch noch mit einer Neoprenmatte. Und dann weiß man ja auch irgendwann so, wow, nein, es ist mir zu teuer. Aber wie gesagt, jetzt haben wir es hier erstmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schaut da rein, wenn ihr meint, ich finde das Cover mega cool. Es geht wirklich um diese Raumstation und die wird zerstört. Wir haben da, glaube ich, nicht wirklich eine Chance, dass sie nicht kaputt geht, sondern wir haben nur so und so viel Zeit, um sie zu verlassen. Und voll krass, voll cooles Ding. So, dann muss ich jetzt ein bisschen hier mal was wegpacken. Und zwar haben wir da natürlich Ohrringe gekauft, also nicht für mich. Das fand ich auch sehr schön, beide ziemlich cool. Dementsprechend haben wir da auch noch mal was geholt. Ja. So. Dann habe ich, weil ich ja irgendwie keine Star Wars Edition mehr habe, weiß ich nicht, wo die ist. Die ist verschwunden. Ich habe sie nicht gefunden in meinen ganzen Spielen hier. Und habe dann jetzt die neue gekauft. Was sehr, sehr erstaunlich ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. In der ersten Edition, da waren meines Erachtens alle Sleeves drin. Das fand ich nämlich so mega krass, dass es so günstig war. Und dann waren auch noch Sleeves drin. Das haben sie hier in der zweiten Variante nicht mehr drin. Hier gibt es keine Star Wars Sleeves für die Karten. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, oh, das ist von der Produktion vielleicht doof. Oder wir bringen nochmal extra Sleeves raus für Leute, die da darauf Bock haben. Ja, ist halt die Clone Wars Edition. Teilweise mag ich sie, teilweise nicht, aber egal. Jetzt habe ich aber wenigstens eine Variante, die man zu zweit spielen kann. Also wieder Zwei-Personen-Spiel. Dann habe ich hier nochmal Basen mir geholt. Ich hatte die schon mal geholt in Blau. Jetzt habe ich sie in so einem anderen, also die sehen auch anders aus, aber in Rot für meine nächsten Chatterpoint-Miniaturen. Hier habe ich die Erweiterung von Rift Force. Die war wirklich billig. Haben wir einfach gesagt, Rift Force ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Mögen wir, habe ich auch hier drin. Und jetzt haben wir die Erweiterung noch dazu, auch mit einem Solo-Modus, soweit ich weiß, ne? Oder? So, erzähle ich jetzt Quatsch. 2 gegen 1 oder 2 gegen 2? Ne, Team-Modus. Doch, der Solo-Modus mit 14 frei kombinierbaren Taktikwarten. Ja, super, voll gut. Finde ich mittlerweile sehr gut, weil wenn keiner Zeit hat, mit mir zu spielen, kann ich wenigstens alleine mal eine Runde zocken. Finde ich cool. So, dann haben wir hier... Haben wir zwar noch nicht bezahlt, aber ich habe es jetzt mit hier aufgepackt. Und zwar Expeditions haben wir von unserem Kumpel bekommen. Ich finde Expeditions einfach mega gut. Hier haben wir nochmal zwei Mechs drin. Einer, den man als Spieler spielen kann. Das bedeutet, man erweitert hier nochmal auf einen sechsten Spieler. Aber auch der zweite Mech, der macht was ganz anderes und dementsprechend hat man hier nochmal Karten dabei, Tokens und so weiter. Fand ich wirklich sehr cool. Freue ich mich auch drauf, diese Erweiterung auf jeden Fall zu spielen. So, dann waren wir bei einem Stand. Eternium, das ist ein Kartenspiel. Da bin ich mega gespannt drauf, habe ich richtig Bock drauf. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, viele kleben jetzt diese Klebchen hier ran. Das finde ich an sich gut, weil dann muss es nicht verpackt werden. Aber was ich nicht gut finde, ist, dass sie nicht darauf achten, dass diese Dinge auch abmachbar sind. Und somit habe ich versucht, hier hinten eins abzumachen. Und hier wird schon die Farbe der Box abgerissen. Und das ist nicht nur bei dem Spiel, es ist auch bei Blitzball so. Da war das genauso. Da zieht man nämlich sozusagen nicht nur die Farbe ab, sondern man holt die geklebte Variante, weil die schon so ein bisschen einlaminiert ist hoch. Das finde ich nicht cool. Also wenn, würde ich mir wünschen, dass es halt wirklich abmachbar ist. Weil ich mag das gar nicht. Man bleibt hier hängen an dem Kram und das sieht auch einfach nur blöd aus. Das finde ich, ist nicht gut gelöst. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man Plastik spart. Definitiv. Ich muss das nicht haben, dass es hier ist, aber man hat halt überall Ecken und Kanten, die dann dadurch kaputt gehen und man kriegt halt das auch nicht ab.
voll doof. Also, aber Eternium, da habe ich richtig Bock drauf. Freue ich mich, das zu spielen. Und am gleichen Stand haben wir Chronofall geholt, weil es da auch auf Deutsch gab. Und da bin ich auch mega gespannt, weil das hatte ich schon bei der Berlin Brettspielcon gesehen. Das ist so ein schräger Spielplan, ja, mit ganz vielen Verbindungen. Und dazu haben wir auch gleich noch ein paar Raumschiffe geholt, die aus dem 3D-Drucker kamen. Aber das war mir völlig egal, weil ich fand es einfach so cool, dass man die halt benutzen kann. Und dann haben wir die mitgenommen. Ups, ja, und jetzt sind sie alle rausgefallen. Aber ja, egal, ist nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Ihr seht, da haben wir auch auf jeden Fall mehr Sci-Fi-Setting als viele andere. Fand ich halt viel, viel interessanter in den meisten Fällen als ja, die anderen Spiele. So, dann haben wir nochmal ein Sci-Fi-Spiel und zwar Humanity. Und zu Humanity muss ich einfach sagen, es scheint irgendwie so, dass wir gemeinsam an einer Raumbasis arbeiten, weil unser Planet halt ja nicht mehr so gut ist. Entschuldigung, es tut mir total leid. Was wirklich bei Humanity heraussticht, ist Nummer eins, es gibt ein Regel... Also wenn man es auspackt, denkt man sich so, Leute, wie geil ist das denn? Wie geil seid ihr? Das Inlay ist der Oberburner, wirklich. Voll viel geniale Zeichnungen in der Box drin. Man hat hier in dem Inlay drin, ist alles mit Pappe nochmal, dass man so ein richtig schönes Humanity-Gefühl hat. Und das will ich euch unbedingt zeigen, damit ihr wisst, warum das mich sofort angesprochen hat. Es hat ein Regelheft als Buch. Guckt euch das mal an. Das ist doch der Hammer. Also, es ist so cool. Wer diese Aufmachung gemacht hat und sich da so eine Gedanken macht, der ist weit, weit, weit entfernt von allen anderen Spielen, die einfach nur mit einer blöden Broschüre kommen. Also, das finde ich so viel Liebe zum Spiel, dass ich das einfach spielen will. Ich freue mich da mega drauf. Es hat mir so viel Spaß. Es gibt einzelne kleine Boxen, die man noch dann hat, die man zusammenbastelt. Ey, so genial. Richtig, richtig schön. So, und das Letzte, was wir noch haben, ist das Unbewusste von Frosted Games. Bei Frosted Games brauchen wir nicht mehr viel sagen. Die Reihen waren extrem schlimm. Es standen Leute unglaublich lange an. Und ich dachte auch, das wäre ausverkauft am Donnerstag. Und dann ist aber eine Freundin nochmal hingegangen. Die hat eine Stunde gestanden. Eine Stunde. Ich weiß, es haben andere viel länger gestanden. Und dann konnte sie uns das noch mitbringen. Ja, so. Das war nicht alles, weil wir haben natürlich, also soweit eigentlich alles, wir haben noch Geschenke geholt. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten geholt für Freunde, für Weihnachten und so weiter. Aber das können wir jetzt nicht zeigen, falls jemand doch nochmal reinguckt. Und wir haben diesen wunderbaren mit echten Würfeln. Mega schön, oder? Ja, wir, und ach, die habe ich vergessen. Wir haben noch eine Schüssel gekauft. Die werde ich euch noch einblenden, weil ich die jetzt da stehen habe. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles. Das war unser ganzes Geld, was wir ausgeben. Wir sind bei den 1200 Euro nicht geblieben. Muss man leider auch dazu sagen. Viele haben gesagt, die Spiele sind teurer geworden und so weiter. Kann ich so nicht sagen. Wir haben viele kleine Spiele bekommen. Wir haben viele günstige Spiele bekommen. Wir haben aber auch Spiele bekommen, die jetzt neu waren. Und ich meine, wir haben gerade das... mein Kopf ist komplett Kernschrott. Wonderlands War als Deluxe Edition braucht man sich nicht wundern, wenn man da 200 Tacken bezahlt, dass das Budget dann relativ zügig raus ist. Aber manche andere Spiele, wo ich sage, so ja, 60 Euro haben wir da bezahlt oder so, das ist völlig legitim. Auch bei dem das Unbewusste, da ist so viel schönes Material drin, auch die kleinen Tränke, Flaschen und so weiter. Die müssen produziert werden. Und da verstehe ich dann auch, wenn man ein bisschen mehr ausgibt. Ja, klar, ihr habt total recht. Muss es sein, dass mittlerweile viele Spiele dann 70 Euro kosten?
Nein, muss es nicht, aber dann kauft es auch nicht, weil dann wartet lieber noch ein Jahr und dann wird es vielleicht auch 50 Euro kosten. Hat man häufig in dem Fall, dass die Spiele dann relativ zügig am Wert verlieren. Wenn ihr da warten könnt, tut es. Ihr könnt ja auch warten, bis ich die Spiele hier gespielt habe und dann könnt ihr euch immer noch einen Reim draus machen. Wie gesagt, Dune, Kampf um Arrakis, war für 140 Euro bei Asmodee, haben wir zugeschlagen, weil ich einfach nicht wusste, kriege ich das noch irgendwo, kriege ich es an einem Stand oder ist es nur exklusiv an dem Tag bei Asmodee, weil online konnte man das Spiel nirgends bekommen. Man hätte dann man hätte vorbestellen können oder sonst was. Haben wir nicht. Und dann habe ich es aber auch bei einem Stand für 125 gesehen. Also, wenn ihr darauf Bock habt, schaut im Internet, lasst nochmal 2 Wochen vergehen, bis die Verlage alle wieder zurück sind und in der Routine sind, bis die Spiele verschickt worden sind und so weiter. Wir haben ein Spiel, was noch nicht da ist, es wird uns noch erreichen, weil wir das auf der Messe gesehen haben und das war auch so ein richtig blödes Ding, weil die haben die Spiele nicht bekommen. Da ist leider der LKW kam nicht an, weil er im Hochwasser stand, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, so ist das Spiel. Ich so, ey, finde ich mega, habe ich Bock drauf. Hat sie gesagt, ja, könnt ihr euch hier einschreiben oder bezahlen per PayPal. Das ging nämlich auch alles, war richtig gut. Dann schicken wir euch das zu. Okay, Versandkosten 7 Euro. Wo ich gedacht habe, so, ey Leute, das hätte nicht sein müssen. Ihr habt es nicht hinbekommen, pünktlich zur Spielemesse Essen die Sachen zu bekommen. Wir kommen hierher, wir bezahlen eine Menge Kohle, wir nehmen das mit. Und jetzt sollen wir auch noch 7 Euro bezahlen. Ich meine, wir haben es gemacht, aber ganz prinzipiell fand ich das hätte man einfach weglassen müssen. Hätte sagen müssen, so ist unser Verschulden, wir müssen das irgendwie tragen. Aber 7 Euro dafür, dass ich das dann jetzt, ja, egal. Ihr wisst, was ich meine, ne? Von mir aus bezahlen wir das auch, aber ich finde das eine doofe Nummer, weil viele Verlage haben manches einfach nicht hinbekommen oder nicht, ja. Oder es war so eine kleine Auflage, dass der LKW noch draußen stand am Freitag, wir Samstag nicht auf der Messe waren, Sonntag aber auf der Messe waren und da war es wieder ausverkauft, weil es am Samstag weg war. Und die denken mir so, ach, so ganz gut habt ihr das ganze System noch nicht hinbekommen, muss ich sagen. Ja, was ihr von der Spielemesse Essen zu halten habt, das könnt ihr total gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr empfunden habt dabei, wenn ihr da wart. Wenn ihr meine Videos geguckt habt, die Eindrücke und so weiter von den neuen Spielen oder alten Spielen, wie auch immer, was ihr da gesehen habt, könnt ihr auch gerne kommentieren, weil ich habe 2 Videos gemacht, die einfach nur dafür da sind, so ein bisschen das Feeling und euch so zu informieren, was gibt es Neues. Teilweise war das aber auch so, dass Verlage gesagt haben, so ja, müsst ihr einfach 2 Monate warten, so im November wird es dann auf jeden Fall Ende November, Dezember so kommen, wo ich mir denke, so wow, und andere haben sogar gesagt, ja, Anfang Januar geht der Versand für die Produktion oder nicht. Leute, was stimmt denn hier nicht? Ja, war dann auch bei Posthuman, ich glaube, das wollte ich eigentlich haben. Aber dann gab es schon am Donnerstag schon die erste, oder Mittwoch, ich glaube Mittwoch, dass das alles verkauft wurde, dass nur noch 1 da ist von dem Spiel und das wird dann auch noch verlost am Sonntag. Und ich dachte mir so, ey, was ist hier los? Ja, es waren nur Reste, die da standen und dementsprechend konnte man es vorbestellen. Gab sowieso viele Sachen, die man vorbestellen konnte. Ich bin da gar kein Freund von, weil ich gehe da auf die Messe und ich habe da zwar meine Liste vielleicht, aber dann will ich da hin, mir das doch nochmal angucken. Ich will nicht so einen Blindkauf machen, was wir ja auch manchmal machen, aber ich will mir das dann eher mal am Tisch angucken. So wie Black Forest haben wir uns angeschaut, sind uns immer noch nicht ganz sicher. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir Seti uns angeschaut und haben dann aber gedacht, so, ja, sind wir uns nicht sicher, komm, gehen wir morgen nochmal hin. Wir waren am Sonntag da und wir hatten uns das dann am Tisch nochmal angehört, wie das funktioniert und sind dann eindeutig, wollen wir dieses Spiel haben, sind dann zusammen zu dem Stand, haben gesagt, ey, einmal auf Deutsch, hat die gesagt, ja, werdet ihr mal 5 Minuten vorher gekommen, da ist das letzte über den Ladentisch gegangen, auf jeden Fall. Aber ey, für Sonntag ist es direkt unsere Schuld, ja, wenn Sonntag die Spiele ausverkauft sind, dann ist man selber schuld, wir waren 2 Mal da, wir hätten es mitnehmen können, haben wir nicht gemacht, ja. Dann kommt es halt später. Und wie gesagt, da habe ich auch schon gesehen, online 63 Euro statt 70, hat man 70 Euro gespart. Wahrscheinlich auch keine Versandkosten.
fertig, Ende. Also von daher, roundabout war die Spielemesse Essen wirklich ein sehr, sehr schönes Highlight. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir waren 3 Tage auf der Messe. Wir waren Sonntag auf der Messe und haben dann einfach, in dem, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es heißt, ey, das ist so krass, wenn man irgendwie kaputt ist, im Mittelgang, wo die ganzen Essensstände waren, wo man auch, wo man sich so ein bisschen ausruhen konnte, da sind wir lang gelaufen, weil es komplett leer war um 10 Uhr. Und dann haben wir uns dort einen Kuchen geholt und einen Kaffee und haben uns einfach nur hingesetzt, gechillt und haben dann erstmal das erste Mal so wirklich in diesem, ohne lang anstehen, so richtig schön gechillt. Und erst dann sind wir nochmal losgegangen, ja. Also haben wir auch nicht mehr viel gekauft, 2 Sachen so. Aber das war schon ziemlich cool. Also ich muss sagen, wenn ihr nächstes Jahr zur Spiel wollt, dann tut das auf jeden Fall. Es ist immer wieder ein Erlebnis wert. Wir haben so viele Menschen getroffen. Das war mega genial. Immer wieder haben wir Alex getroffen. Das war so cool. Also von daher, ja, richtig schönes Erlebnis. Davon zerrt man wieder das ganze Jahr, bis es dann wieder heißt Spielemesse Essen 2025. Und dann hoffe ich, dass wir uns da sehen, dass ihr da Bock drauf habt. Wichtig, bitte holt euch vorher Tickets. Ich gehe davon aus, dass sie es nächstes Jahr wieder machen, weil ich hatte immer auf Instagram gesehen, oh, Freitag keine Tickets mehr vorhanden, Samstag dann irgendwann, Samstag keine Tickets mehr vorhanden. Und es war einfach unglaublich, wie die Tickets rausgeschmissen wurden oder nicht mehr. Und ich meine, da kamen Leute an, die extrem... extrem krass was machen wollten oder das heißt, auch nochmal so einfach so blauäugig, sage ich mal, hingegangen sind. Aber durch den Feiertag und so weiter war Donnerstag schon die Hölle los und Freitag war auch schon richtig voll. Samstag weiß ich gar nicht und Sonntag war für mich der entspannteste Tag von allen. Ja, aber Donnerstag war wirklich, wirklich schlimm. Ja, trotzdem war es für uns okay. Ja. Kann man sagen. Essen war wieder, es gibt genug, die heulen. Wir haben beim Düsseldorfer, der hat einen Düsseldorfer Foodtruck, der hat den ersten Platz gemacht bei einem Foodtruck Festival. Da haben wir wunderbares Curry gegessen. Ich weiß nicht, Butter Chicken Curry. Für 13 Euro, ja, es war nicht die größte Portion, aber es ist ja auch man kann es immer nicht vergleichen. Wenn ich im Restaurant sitze, hätte ich auch 13 Euro bezahlt und hätte einfach wahrscheinlich die Hälfte der Portion noch oben drauf bekommen. Aber es war mega lecker, mega gutes Essen. Also das kann ich nur sagen. Das Eis, das dänische Eis, was wir geholt haben, das war auch richtig gut. 5 Euro ein Eis. Ja, aber Leute, ganz ehrlich, es ist völlig okay gewesen. Also ich habe da nichts zu sagen. Es gab wohl einige, die gesagt haben, Getränke waren sehr teuer. Kann ich nicht sagen. Ich habe Getränke beigehabt. Die haben wir eigentlich im Tag gar nicht geschafft. Und das könnt ihr auch machen. Ihr könnt ja euren Rucksack vollhauen mit Getränken und Essen. Ihr müsst dort nicht essen und trinken. Aber ich sag mal, es ist für uns Urlaub. Und da haben wir uns auch was gegönnt. Wir waren jeden Abend irgendwas Cooles essen und so in der näheren Umgebung. Und deswegen war das einfach ein gelungene Tage. Und unser Jahresurlaub in dem Sinne, den wir dort verbracht haben. Dass ich jetzt krank nach Hause gekommen bin, ist nicht so cool. Das hat mich auch ganz schön jetzt dann nach hinten geworfen, weil ich wollte einfach auf jeden Fall was spielen und so weiter. Aber hey, so ist es im Leben. Am Sonntag kommt nochmal zum Golden Demon etwas. Der war ja dieses Jahr auch auf der Spielemesse Essen. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Bilder euch reinschmeißen. Da werden wir nochmal über den Golden Demon sprechen. Aber das kommt dann erst zum Sonntag. So. Ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden, weil es reicht, glaube ich. Ihr merkt es auch an meiner Stimme und dem Rumgeschniefe und dem ganzen Mist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare und dann sehen wir uns Sonntag wieder. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ganz wichtig, euer Tigurion.